Hey meine Besten draußen, ich bin Sam von Ballist Night. Herzlich willkommen zu einem neuen Leaks-Kanal. Heute haben wir die neuen Matchstacks-Karten von Topps am Start zur Europameisterschaft 2024. Wir haben hier einmal das Mega-Multipack und einmal ein Echo-Pack. Bei beiden sollten wir Limis finden. An der Stelle groß Dankeschön an Topps für das Bereitstellen der Produkte, damit wir sie euch präsentieren können. An der Stelle auch ein besonders großes Dankeschön an Topps, denn tatsächlich habe ich schon einige Videos zu den Matchstacks-Karten gemacht, auch mit Tints und so weiter. Und dann hat nach Jahren zuverlässiger Arbeit die Speicherkarte von der Kamera einfach nicht mehr mitmachen wollen. Ging gar nicht mehr. Stunden von Footage waren weg und Topps war so nett und hat uns die Sachen nochmal geschickt. Deswegen große Shoutout an Topps und ich bin gespannt, was wir hier heute ziehen. Wie gesagt, die Tints und so weiter sollten auch bald auf unserem Kanal zu sehen sein, die großen und die kleinen. Also vielleicht sind sie ja schon online. Schaut mal oben in der Infokarte, ist auf jeden Fall die Playlist mit allen Produkten der neuen Karten. Wir beginnen mal mit dem kleinen Echo Pack. Soweit ich das weiß, sind das ziemlich ähnliche Produkte. Beim Multipack hat man ein Päckchen mehr und eine Limi mehr. Und hier haben wir das Echo Pack. Ich muss aber sagen, seitdem ich das letzte Mal das Video aufgenommen habe, ist schon wieder ein paar Wochen her. Deswegen, ich hatte die eigentlich schon alle so produziert gehabt, damit die halt schön direkt beim Release zu sehen sind. Aber ja, jetzt haben wir nochmal die Produkt-Reviews. Also, drei Päckchen plus eine Limi. Das Ganze 7,49 €. Hier haben wir zwei normale Päckchen und ein so weißes Päckchen. Da gehe ich mal von aus, dass da die Limi drin sein wird. Und ansonsten schauen wir mal rein. Natürlich wie immer auf der Suche nach seltenen Karten, nach Black Edge Karten, nach Chrome Shield Karten und natürlich insgesamt immer nach Autogrammen und ja, anderen coolen Karten. Wir haben auch immer noch nicht, das ist bei dem Multipack hinten drauf, diese ultra seltene Sü-Karte gezogen. In jedem 500. Päckchen, also schon relativ selten. Und wir schauen mal, was wir hier erstmal drin haben. Kasper Schmeichel, dann haben wir Centurion, David Alaba, Captain Carter Berisha, dann haben wir Mokoko als Graded Gem. Was ist das für ein Pack? Was ist das für ein Pack? Dann haben wir eine lilane Scalvini und wir haben noch eine Black Edge von Memphis Depay. Sehr, sehr nice. Den haben wir auch noch nicht. Der fehlt uns sehr, sehr nice. Und dann noch Alejandro Valde und Armstrong. Also einiges an Special-Karten hier drin. Einiges an sehr geilen Karten hier drin. Erstes Päckchen beginnt schon mal sehr, sehr gut. Nächstes, da haben wir Spora, Hernandez, dann haben wir Golden Goalscorer Immobile, dann Jan Oblak als Captain, dann eine grüne Golden Goalscorer Alvaro Morata und dann noch drei Base-Karten mit und dann noch Gosens und jetzt haben wir das weiße Päckchen, da sollte eine Limi drin sein. Ich glaube, die Limis sind auch, also ich glaube, das ist so eine normale Euromaster Limi. Es gibt ja verschiedene exklusive Limis in den Tints und so weiter. Das werdet ihr alles noch auf unserem Kanal sehen. Aber es gibt die normalen sozusagen Standard-Limis, die Euromaster. Und da haben wir auch gleich einen. Den schauen wir uns als letztes an. Da gibt es einige verschiedene, zufällige. Deswegen, ich hoffe mal, ich ziehe nicht die gleichen wie beim letzten Mal. Wobei, ja, ihr wisst, ich weiß auch selber nicht mehr, welches ich das letzte Mal gezogen habe. Aber mal schauen. Pedri, Bonucci. Dann haben wir eine lilane Gigi oder wie auch immer, ich weiß immer noch nicht, wie der ausgesprochen wird. Und dann haben wir unsere Limi Euromaster, die sehen sehr, sehr nice aus, kann ich euch schon mal versprechen. Und es ist Benjamin Šeško und ich glaube, den hatte ich noch nicht gezogen. Benjamin Šeško, die sind sehr nice mit diesen matt glänzenden, ja, Kreis im Hintergrund. Dann haben wir diese ganzen Farben. Und dann die Karte an sich fühlt sich so ein bisschen matt an, sage ich mal. Das ist, glaube ich, die beste Beschreibung. Ihr seht auch schon, die einzelnen Elemente sind ein bisschen glänzend hervorgehoben. Also sehr, sehr cool gemacht. Was sich da Topps immer wieder ausdenkt, finde ich sehr, sehr cool. Und ich war ja schon immer der Meinung,
je seltener die Karten sind oder besser die Karten sind, so besser, so cooler müssen sie auch aussehen. Und die Limmies sind halt so mit das, ja, sind halt die Karten, die man so in den Produkten immer wieder nachjagt sozusagen und die sammeln will. Deswegen sollten die auch mit die coolsten Karten sein. Also jetzt haben wir das Mega Multipack noch. Hier haben wir zwei Limmies und das sind auch wieder hier so Euromaster, zumindest nach diesem Bild. Diesmal haben wir vier Päckchen und zwei Limmies. Hier hinten sind nochmal die ganzen verschiedenen Kartentypen gezeigt. Also Legends sind auch, diese Signature Style Legends sind auch relativ selten, sind auch cool. Black Edge haben wir eben eine gezogen, da würde ich auch noch, da fehlen uns noch ein paar, einige haben wir schon, ein paar fehlen uns dann noch. Die Chrome Shields sind immer sehr, sehr gut. Energy Karten haben wir, glaube ich, bisher nur eine. Da haben wir, glaube ich, nur sogar Lamine Jamal hier. Und natürlich Autogrammkarten und Dessus sind natürlich auch wichtig. 9,99 € für das Multipack. Dieser Mega Multipack, aber soweit ich weiß, ist das einzige Multipack, das es gibt. Hier gibt es so eine weiße Pappe drinne und dann haben wir hier Päckchen drinne und wir haben ein weißes Päckchen. Da sind, glaube ich, die beiden Limmies drinne. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ich glaube, das habe ich auch so dunkle Erinnerung noch. Und dann haben wir hier die vier normalen Päckchen und hoffentlich sehen wieder irgendwas Herausragendes. Ja, Nelson, dann haben wir Virgil van Dijk und Patrick Schick, eine lila Parallel von Junior Adamu und dann noch ein paar Basekarten. So, wenigstens noch eine Black Edge wäre sehr nice. Xavi Schlager, dann haben wir Modric, Captain, Hero, Akanji, Graded Gem von Wipotnik. Und dann haben wir Fals, Doris, Pepe. Also ein paar Basekarten. Dann geht es weiter mit Luka Jovic. Sehr nice. Henderson, Golden Goalscorer, Vlahovic. Dann haben wir Captain Robertson. Wir haben was Umgedrehtes. Graded Gem Popescu. Ich weiß nicht mehr, was war umgedreht. Ich glaube immer diese Signature Style Legends. Und es ist so, genau so Ronald Koeman als Signature Style Legend. Sehr, sehr nice, die erste, die wir hier ziehen. Ich muss mal auch nachgucken, wie selten die sind. Weil die, ich weiß schon, dass sie ein bisschen seltener sind. Zumindest von dem, was ich ziehe. Wo stehen die überhaupt? Ich weiß nicht, wo sie stehen. Ich sehe es gerade nicht. Ich bin, glaube ich, gerade ein bisschen. Ah, doch, in dem siebten Päckchen, oder? Ist das die Engraved? Naja. Also in jedem siebten Päckchen schon relativ selten, sag ich mal. Seltener als die meisten anderen. Dann haben wir unsere. Oh, wir haben zwei Parallels. Einmal Veljkovic, Blue Crystal und eine Cristiano Ronaldo. Liane Ultimate 11 Karte. Sehr, sehr nice. Und Jasula, Kastanie. Jetzt sind Base-Karten. Jetzt haben wir noch zwei Limmies. Da bin ich gespannt, wen wir hier ziehen. Hoffentlich welche, die wir noch nicht haben. Wir beginnen mit Bruno Fernandes von Portugal. Und dann, wir haben schon gesehen, Italiener. Und es ist Federico Di Marco. Also, das sind die beiden Limmies. Also, aus dem Eco-Pack und dem Mega Multipack diese drei Limmies. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Abo nicht vergessen, falls ihr neu seid. Wie gesagt, Megatins und Minitins werden noch kommen. Und ja, dann sehen wir uns bald schon wieder hier bei Snighted. Ciao, ciao.